Die Autobahn 71 zwischen Schweinfurt und Erfurt ist die teuerste Autobahn Deutschlands. 1 Milliarde Euro für 220 Kilometer. Und in diesem Sonderpreis bereits für Sie enthalten ist eine 100%ige Herstellergarantie für Stau. Warum? Bumm. Darum. Die A71 führt nämlich direkt über diesen Steinbruch. Ein idealer Standort für eine Autobahn. Man kann in das Fels nicht reingucken und da könnte ein Steinfluch auf die Autobahn fallen. Oder das Zweite, durch die Erschütterung bzw. durch den Lärm, dass sich da die Fahrer sich erschrecken. Um Ihnen als Autofahrer möglichst oft das vertraute Staugefühl sicherzustellen, finden hier natürlich regelmäßig Sprengungen statt, mindestens 3 bis 4 Mal im Jahr. Dann sperren die erfahrenen Beamten der Autobahnpolizei die Fahrbahn der A71 routiniert für Sie ab. Dieser Service für automatisierten Stau wird Ihnen präsentiert von den Tüftlern des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr. Ja, was heißt Stau? Wir reden hier von temporären Stauerscheinungen. Temporäre Stauerscheinungen, jeweils 15 bis 30 Minuten lang. Für dieses authentische Autobahnfeeling stehen die Autofahrer Schlange. Stau ist immer eine Sache, die man eigentlich umgehen möchte. Ist nicht schön, vor allen Dingen in der Ferienzeit, aber was will man machen? Ja, suboptimal. Hätten Sie sowas beschlossen, eine Autobahn über den Kalksteinbruch? Sicherlich nicht. Das stautomatisierte System, ein bewährtes Vergnügen und das schon seit 15 Jahren. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Steinbruchbetreiber, dass er uns entsprechend informieren muss, wann Sprengungen vorgenommen werden und wann es sich abzeichnet, dass zukünftig keine Sprengungen mehr durchgeführt werden müssen. Was? Keine Sprengungen mehr? Wann steht das denn an? Was schätzen Sie, wie wann ist es? Ich weiß es nicht. Müssen Sie den Steinbruchbetreiber fragen. Punkt. Ich weiß es nicht. Ist auch nicht meine. Interessiert mich eigentlich gesagt auch nicht. Ja, aber doch die Autofahrer. Die stehen ja schließlich drauf. Und das laut Steinbruchbetreiber übrigens noch über 50 Jahre lang.